Hallo und schön, dass du hier auf meinem Kanal wieder mit dabei bist. Mein Name ist Michael und heute geht es selbstverständlich wieder um ein absolut cooles Thema, um das Thema Sexualität, Männlichkeit, NoFap und so weiter. Ich befinde mich hier im schönen Paphos auf Zypern und habe mir gedacht, heute nehme ich zur Ausnahme mal ein Video nicht im Office oder sonst irgendwo indoor, sondern mal hier am Strand auf. Ich hoffe, das Rauschen im Hintergrund des Meeres ist nicht zu störend und ihr könnt mich gut verstehen. Ja, heute möchte ich über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, das immer und immer und immer wieder vergessen wird. Eigenverantwortung. Ein Punkt, der unglaublich wichtig für dich in deinem Leben ist, damit du nicht immer irgendwelchen Führern, Gurus und so weiter folgst und deinen eigenen Weg findest. Eigenverantwortung ist das für mich eins der wichtigsten Punkte überhaupt im Leben, um eben mich selbst zu finden, um mir selbst treu zu sein, um meinen eigenen Weg gehen zu können, ist Eigenverantwortung einfach essentiell. Ohne Eigenverantwortung stellst du so Fragen wie, ist das richtig, darf ich das machen, ist das was auch immer. Und ja, prinzipiell ist daran nichts auszusetzen, außer man macht das ständig und man fängt nie an, selbst quasi über sich zu reflektieren und was einem gut tut. Jetzt in Bezug auf NoFap, was hat das damit zu tun? Ich bekomme sehr, sehr regelmäßig, nahezu täglich, zig Fragen. Heute habe ich ein Bild einer nackten Frau gesehen und ist jetzt mein Streak vorbei? Muss ich jetzt NoFap von vorne anfangen? Sind jetzt alle Erfolge weg? Und so weiter. Heute habe ich meinen Penis einmal in der Hand gehabt. Ist jetzt mein ganzer Erfolg vorbei? Ist dies und das und das? Ich frage dich, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich so, als ist der Erfolg jetzt vorbei? Alles, was du gemacht hast, bringt nichts mehr? Oder hat es eigentlich nichts mit dir gemacht? Das ist wichtig für dich selbst zu erkennen, dass du dein Zepter sozusagen in der Hand hast und selbst einfach weißt, ob dir etwas gut tut oder nicht. Das ist jetzt nicht nur in Bezug auf NoFap und diese Thematik oder Sexualität, sondern das geht im ganzen Leben so, ob das jetzt in Bezug auf Ernährung ist. Ich habe mal ein paar Videos zum Thema ketogene Ernährung gemacht und wie ich mich derzeit damit besser fühle als mit veganer oder vegetarischer oder Rohkosternährung. Das Ganze kann sich in einem halben Jahr oder in einer Woche wieder drehen und dann finde ich Rohkosternährung bzw. esse fast nur noch Gemüse, weil das einfach eine absolute Fluktuation ist. Du hast niemals die gleiche Situation im Leben, dass dir, was dir heute gut getan hat, morgen auch noch gut tut, und das ist es wichtig zu erkennen. Und all diese Gurus, die da draußen unterwegs sind und versuchen dir zu erklären, nur diese eine Methode ist die richtige, die es gibt, das stimmt nicht. Das ist ein absoluter Schwachsinn für jeden Menschen. Das Leben ist in ständiger Bewegung und Dynamik und für jeden Menschen ist zu gegebenem Zeitpunkt das eine richtiger wie das andere. Und fühlt sich das eine besser an wie das andere? Ist das eine hilfreicher wie das andere? Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Reise des NoFap bist und versuchst dich mit Enthaltung, mit sexueller Enthaltung, mit nicht zu masturbieren, einfach ein wenig weiterzuentwickeln, dann ist das richtig für dich im Moment, wenn es sich für dich gut anfühlt. Und ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die ein absolutes Problem mit NoFap hatten und einfach nicht damit klargekommen sind, einfach nur gefrustet waren und einfach nur alles scheiße war. Und ja, auch das gibt's und das ist auch kein Problem in diesem Sinne, sondern dann heißt es einfach für dich im Moment etwas anderes zu machen, wie auf Masturbation zu verzichten. Dann sind andere Themen in deinem Leben gerade entscheidender und wichtiger, vielleicht deine sexuelle Erfahrung zu erweitern und so weiter und nicht wirklich NoFap, dich sexuell zu enthalten, um eben etwas Bestimmtes zu erfahren in dem Leben. Ich sehe unser Leben als eine Reise auf diesem Planeten, die wir führen, um das Materielle zu erfahren, unseren Körper zu erfahren, diese Umgebung zu erfahren, die Manifestation sozusagen zu erfahren. Und darin kannst du verschiedene Dinge ausprobieren und gibt es einfach verschiedene Themen für jeden Menschen zu bestimmten Zeitpunkt einfach zu lernen. Und das steht dann im Zusammenhang mit Eigenverantwortung. Übernimm Verantwortung für dein Leben, übernimm Verantwortung für dich und fühl in dich selbst hinein, was sich in diesem Moment für dich gut und richtig anfühlt
und nicht irgendjemandem Guru. Ob du mich jetzt als Guru oder als Vorbild siehst, no matter what, ist nicht wirklich wichtig. Sei dein eigener Guru. Sei dein eigener Lehrer und Führer. Achte auf das, was dich berührt. Achte auf das, was dich prägt. Achte auf das, was sich für dich gut anfühlt. Achte auf deinen eigenen Weg und gib nicht so viel drauf, was andere sagen. Ich bin nur dafür da, um dir Impulse und Ideen zu geben, dich auf dem Weg teilhaben zu lassen, was ich für mich im Moment als richtig empfinde, was zum Beispiel jetzt eben NoFap ist. Und das geht auch mal auf und ab. Und ich finde es mal cool, ich finde es mal nicht so cool, ich finde es mal wahnsinnig geil. Und dann ist es einfach wieder nicht das Beste, das es gibt. Und so befindet sich jeder einfach auf seinem individuellen Weg. Und das ist eben für mich ganz, ganz wichtig, damit ich das jetzt in einem Video mal erwähnt habe, damit du auch verstehst, dass es nur von dir abhängt, wie du dich in diesem Moment fühlst und welchen Weg du zu gehen hast. Und das erfahrst du auch nur von aus dir. Kein anderer Mensch kann dir mit dem Verstand sagen, was du im Moment zu tun hast oder was im Moment gut für dich ist. Ein anderer Mensch wie ich kann dir nur dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit du für dich selbst erkennst, was im Moment das Richtige ist und der richtige Weg und die richtige Tätigkeit, worauf du achten kannst und so weiter. Aber die Entscheidung und zu erkennen, was für dich im Moment richtig ist, das wirst nur du dir beantworten können. Aus dir selbst heraus, aus deinem Gefühl, aus deiner Intuition, aus deiner eigenen Kraft. Und ja, wünschst du dir bei diesem Thema Unterstützung, die richtigen Fragen zu stellen, um eben für dich potenzielle mögliche Wege zu erkennen, dann kann ich dir dabei gern behilflich sein. Was ich nicht kann, das ist dir deinen Weg abzunehmen, beziehungsweise abzunehmen, deinen eigenen Weg zu erkennen und zu beschreiten. Das ist deine eigene Verantwortung. Und da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung. Eins der wichtigsten Themen im Leben. Ja, dieses Thema war mir auf jeden Fall heute sehr, sehr wichtig, damit das mal erwähnt sei. Und genießt mit mir nochmal den Blick rund um mich. Ich war gerade ein wenig überrascht, dass ich da draußen im Meer Menschen schwimmen sehe. Ich habe nämlich die Wassertemperatur, also ich gehe auch regelmäßig rein, aber ich bin nicht am Schwimmen, also zumindest nicht länger, nur ein paar Minuten. Es hat nämlich, glaube ich, Wassertemperatur 16 Grad circa, also nicht allzu warm. Und Außentemperatur ist jetzt im Moment, glaube ich, 13, 14 Grad so in dem Bereich, also nicht allzu warm. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video heute weitergeholfen und gefallen. Wenn dem so ist, lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier. Abonniere meinen Kanal und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und liebe Grüße hier aus dem wunderschönen Zypern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Michael.